Hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, wenn ihr jetzt hier schaut. Ich begrüße euch zu Let's Playtime Splitters 2. Ein Spiel der etwas anderen Art und ich denke mal, das wurde auch noch nicht so oft LP'd, weil es halt ein Konsolenspiel ist und viele Leute keine Konsolenspiele aufnehmen. Ja, es ist dennoch, auch wenn es alt ist, einer der besten Shooter meiner Meinung nach. Damals in der Schule haben wir das ewig gesuchtet, die ganzen Wochenenden durch immer, das war schon eine geile Zeit. Und ich würde auch sagen, das ist heutzutage noch ein Shooter, der sich wirklich mal lohnt. Den gibt's für die PS2 und für den GameCube. Ich habe den Original für die PS2, spiele ihn aber gerade über einen Emulator auf dem GameCube, weil er da irgendwie besser läuft und sich besser aufzeichnen lässt. Das seht ihr auch an der Qualität. Das dürfte jetzt 720p sein, was ja eigentlich so eine uralte Konsole gar nicht zustande bringt. Deswegen, ja, nehme ich das hier auf. Ich habe mir schon mal ein Profil angelegt. Mal gucken, was man hier so machen kann. Die diverse Optionen. Sieht man, wir haben schon ganze 0% vom Spiel. Ich werde auch keinen 100% Run machen, weil da muss man diese ganzen Arcade-Challenges machen. Hier bei Arcade. Da hat man nämlich so diverse Ligen, wo man dann ja, alles mögliche machen muss. Das machen wir nicht. Es gibt sogar Mapmaker und Challenges und all sowas. Aber wir spielen einfach mal ganz beruhigt die Story. Wir werden sie auf Medium spielen, weil das Spiel ist auf Hard, wirklich hart. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber das Ganze ist ein Ego-Shooter, für diejenigen, die das nicht kennen. Ich glaube, jetzt kommt auch erstmal ein Intro. Schauen wir uns das mal an, was da so kommt. Out of the darkness they came with a hateful will to destroy humanity. We fought long and hard, but now we are lost, for they have taken their evil war into our past. Traveling through time, they have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Our last chance is to strike back, seize the time crystals and turn their twisted weapon against them. The fight for survival has begun. Alpha Base, do you copy? Over. Roger, you are clear to go. Proceed as planned and good luck. Docking base clear. Go! You've got a patrol on level 2. Ja, da sieht man schon die ein paar Probleme, die so ein Emulator mit sich bringt. Dass die Cutscenes laufen nicht immer unbedingt flüssig. Sollte aber im Prinzip kein Problem sein. Ich meine, da wird das Audio zwar ein bisschen unsynchron. Aber das macht bei dem Spiel überhaupt kein Problem, weil so viele Cutscenes hat es nicht und die sind meistens eh total sinnfrei. Ja, mit diesen ganzen tollen Levels, da sieht man schon, ja, da stehen Jahreszahlen bei. Ja, das ist nämlich das Tolle an dem Spiel. Man reist so ein bisschen durch die Zeit und hat dann auch je nach Zeit immer unterschiedliche Bewaffnungen. Sieht man hier mal die ganzen Levels so. Ja, das Spiel wird also nicht so lang. Ich denke, ich werde pro Part ein Level machen, auch wenn die teilweise relativ lang sind. Und es geht auch direkt los mit einem der schwersten Level. Das fand ich mal ganz toll. Hat nämlich dafür gesorgt, dass wir damals auf Hard das Spiel nie durchbekommen haben, weil das erste Level einfach mal so abfuck ist auf Hard schon. Aber naja, ich starte mal kurz die Aufnahme neu und guck mal, ob der Sound jetzt nur vom Ingame asynchron geworden ist oder auch meiner. Einfach mal so testweise, bis gleich.
Ja, gut, anscheinend hat der von der Cutscene gar keinen Sound aufgenommen. Ist auch nicht so weiter schlimm. Weil da sind eben nur zwei Sätze oder so gesagt worden, aber naja. Also, wir haben gesehen, diese komischen weißen Teile, das sind die Timesplitters, die haben sich da diese Kristalle geklaut und in das Stargate verpisst. Und davon müssen wir in jedem Level einen ficken und diesen Stein an uns nehmen. Und irgendwann haben wir den alle und dann sind wir ganz glücklich und toll. Und wir spielen auf normal, wie gesagt. So, der Oblask-Damm ist so eine geheime, ja, Forschungsfabrik unter so einem sibirischen Damm. Und die haben da so ein bisschen was ausgegraben, was mehr als 10.000 Jahre alt ist. Ja, dieses Forschungsteam hat dann... Nee, wie? War? Achso, nach einer Anzahl von mysteriösen Unfällen hat sich das Forschungsteam verpisst und eine russische Militäreinheit wurde halt dahin geschickt, um aufzupassen. Oh, so viel Text, was ist los hier? Ja, die Versuche vom Militär, biologische Waffen unter dort ja, zu erschaffen, hatten schreckliche Resultate. Sie dürfen das nicht fortsetzen. Auch wenn Biohazard-Truppen auf dem Weg sind, gibt es immer noch die Möglichkeit, die Basis zu untersuchen und die Proben und Forschungsaufzeichnung zu zerstören, bevor die Typen ankommen. Die Basis ist im Moment unter Quarantäne. Die Security-Systeme sind an und die Wachen sind auch bereit. Vermeide es, von Kameras getroffen zu werden. Wenn es nötig ist, kann man die ausmachen oder kaputt machen. Die Kommunikationsschüssel abschalten sollte ein wenig Zeit geben, um die Basis ein bisschen mehr zu erkunden. Das war jetzt relativ frei übersetzt. Ich bin nicht darauf gefasst gewesen, dass ich das machen muss, aber wir begeben uns einfach mal in das Level. Ein eigentlich ziemlich cooles Level, aber wie gesagt, auch mit das schwerste im Spiel. Zumindest, wie ich mich erinnere. Ich habe das Ganze schon mal vor einem Jahr per TV-Karte auf PS2 aufgenommen, habe das aber nie hochgeladen, weil es aussah wie scheiße. So, da haben wir wieder eine Cutscene. Ich glaube, da wird auch nicht viel gesabbert. Aber wir bekommen ein bisschen was mit von dem, was hier so auf dieser Forschungsstation abgeht. Sehen wir schon, dass der Kentucky Fried Chicken Bimbo. Der hier vorne sieht aus wie ein Russe. Ist ja auch normal, ist ja in Sibirien. Ja, die Charaktere, die haben schon alle irgendwie sowas an sich. Das ist so ein bisschen comicartig gehalten. Sieht aber trotzdem nicht so schlecht aus, dafür, dass das Spiel von, ich glaube, 2002 oder so ist. Ja, und da hat er schon sein Kentucky Fried Chicken gerochen. So machen das die Schwarzen. Und man hört da schon was. Ja, der Genosse sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Was ist da wohl passiert? Man weiß es nicht. Aber wir werden das investigaten. Ja, das läuft ja auch wieder mal nicht optimal flüssig. Obwohl, so langsam läuft es eigentlich gar nicht. Das waren immer noch 30 FPS. So. Da sehen wir schon, dass Cortis, den wir eben im Intro gesehen haben, der hat sich jetzt in die tolle Frau verwandelt. It's all down to me now. Warum genau der das gemacht hat, das weiß ich nicht so richtig. Aber man übernimmt halt immer irgendeinen anderen Charakter in der Mission. Dass die Katzen jetzt ein bisschen lecken, ja, das müsst ihr halt tolerieren, wenn ihr das Spiel hier mal sehen wollt. Das kann ich nicht ändern. Dafür gibt es immerhin 720p und nicht nur hier 300p oder so, was die krasse PlayStation-Aufnahme bietet. Das war auch gerade unnötig lang gezogen, dass man da noch gucken musste, was ist denn da nur? Warum steht die Rolle da rum? So, 1990 Oblask-Damm in Sibirien. Und es ruckelt ein wenig. Ich hoffe, das behebt sich dann mit der Zeit. Das ist halt hier Open-World-Dings, so. Da sehen wir schon, da ist ein Typ, der spielt sich da gerade so ein bisschen an den Botten rum. Und da oben haben wir eine Kamera. Die müssen wir natürlich zuerst ausschalten, das wird relativ eklig, weil... Ich muss mit dem Gamepad spielen. Auch wenn ich es am PC spiele. Und ja. Gut, das war super. Man macht ihn nämlich kaputt, indem man da auf den Screen schießt. Ich kann auch gleich mal kaputt machen.
Eieiei, das kann ja lustig werden mit dem Controller. Ich möchte doch erstmal noch in den Preferences was umstellen. Das hier, das automatisch nach vorne guckt. Ich werde das Auto einmal anlassen. Das heißt nicht, dass der automatisch immer auf den Kopf zielt oder so. Das heißt, ich habe jetzt gecancelt, ich bin so ein Idiot. Das heißt nur, dass sich auf Entfernung halt die Kugeln dann so ein bisschen in die Richtung des Körpers bewegen. Oh. Warum schieße ich mit der Schultertaste? Das hat im Prinzip nur den Vorteil, dass ich mit dieser relativ ekelhaften Controller-Steuerung trotzdem was treffe. Kaputt. Ja, das ist hier... Egal. Ich glaube, das dürfte nur im ersten Level so ein bisschen hakelig werden, weil hier halt so... weil man hier relativ weit draußen ist. Jetzt, ich bin so ein guter Infiltrator, da haben sie mich nämlich schon gesehen. Ich bin zu blöd zu treffen. So viele Typen. Ah, Ego-Shooter aus der Konsole. Ich habe noch eine Kugel für meinen Sniper. Das heißt, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch eine Pistole. So. Ja, das ist komisch. Hier vorne läuft es schon flüssiger. Es ist nur, wenn man hier rüber guckt, dann fängt es total an zu ruckeln. Da drüben muss wohl irgendwas total Tolles sein. Die Kamera. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin der perfekte Infiltrator. Na gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal. Gucken wir halt hier mal drin in den Häusern so ein bisschen rum. Da haben wir einen Aktenschrank. Der Sound ist ja gar nicht nervig. Er ist aus, der Sound. So, was haben wir hier? Die Kameras sind beide kaputt. Das ist auch gut. Bringt mir jetzt zwar auch nichts mehr. So, du bist tot. Was ist das denn für ein lauter Sound? Meine Fresse. So, jetzt gucken wir direkt mal nach da oben. Da taucht nämlich irgendwann ein Sniper auf, wenn der Alarm an war. Und das ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Ich weiß nicht mehr, wann genau der auftaucht. Eigentlich will ich es doch gar nicht wissen, weil der gegnerische Scharfschützen sind immer ein bisschen ekelhaft. So, das müssen wir anmachen. Dann gehen wir hier drüben nochmal in das Räumchen rein. Ich glaube, da hat schon irgendwas auf mich geschossen. Aber hier kriegen wir jetzt nämlich noch Minen. Landminen. Wie heißen die? Zeitbomben? Zeitsprengstoff? Zeug? Das ist mein Sniper. Ja, das ist der andere Sniper da oben. Ich habe einen Schuss. Den muss treffen. Ja, danke. Sehr gut. So, und die Bomben können wir jetzt benutzen, um hier in dem Schrank diese Akten kaputt zu machen. Ist relativ unüblich, dass man Akten mit einem Sprengstoff vernichtet. Aber na gut, wir haben ja nichts anderes. Da können wir einmal hochschmeißen. Da haben wir auch nochmal so ein Dings. Mir war so, als wenn es hier irgendwo Sniper-Muni gab, aber das ist anscheinend auch nicht mehr der Fall. Da drüben vielleicht. Da haben wir noch was. Ja, Sniper-Ammo. Gut. Dann können wir den Sniper jetzt tatsächlich vielleicht doch noch inficken hier. So, der hat mir jetzt ein bisschen was abgezogen, aber dafür ist er jetzt kaputt. Das Besondere ist auch, wenn man auf normal spielt, dann sind die Missionen alle länger. Auf leicht enden die dann halt irgendwo. Wenn man auf normal reingeht, dann geht's halt an der Stelle weiter. Ducken. Ja, Viereck. So, müssen wir gucken, hier kommt nämlich gleich ein Typ. Ich kenne ja ein bisschen was von dem Spiel noch. Naja, gut. Ich habe zwei Schuss gebraucht, aber. Ja. Ich hoffe, die dreht sich nicht bis hier drüben. Nee. So. Dann gucken wir mal, dass wir die Kamera tatsächlich mal treffen. Ich probiere so langsam. Ah, diese. Ich hasse es, mit einem Stick schießen zu müssen. Dann machen wir die halt so kaputt. Brauchen wir zwar mehr Muni, aber dann wir erreichen unser Ziel trotzdem. Ich sollte vielleicht aufhören, auf Kopfschüsse zu gehen, einfach nur raufballern. Kopfschuss verfehle ich eh nur. So, ich bin immer noch geduckt. Gucken. Immer. Ich weiß nicht mehr, wo über Kameras hingen auf normal. Das muss ich dazu sagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir nämlich einen Typen.
Komischerweise kenne ich auch das nur noch das erste Level so einigermaßen. Die restlichen nicht mehr so. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das zweite war. Oh Gott, ich bin so ein Haufen Scheiße. Komm, ich bin noch. Jetzt muss ich nur noch zur Seite. Ja, die Glasscheibe war total unauffällig. Da kommt nämlich schon der nächste angerannt. Schießen die Tür. Hey, das war sogar ein Headshot. Ach man, ich bin echt gut in dem Spiel. Aber das. Naja, wir haben nicht so viele so eine Stealth-Mission. Das Spiel ist. Was kommt da alles? In dem Spiel kann man schon relativ frei ballern. Ich weiß doch nicht, warum das auf 30 FPS so langsam läuft. Die meisten Spiele laufen doch auf 30 FPS schon total gut. So. So rum geht's wieder flüssig. Was haben wir hier schön? Jetzt haben wir AK-Munition. Ja. Und hier müssen wir jetzt den Dampf runterdrehen. Das hat einfach den Sinn, dass wir da hinten, da sehen wir, das ist so ein weißer Dampf. Wenn wir da reinlaufen, sind wir Matsch. Deswegen müssen wir die abdrehen. Da haben wir hier nochmal so ein Ding. Und dann müsste theoretisch später noch ein Raum kommen. Hm, ganz logisch, so und so. Da haben wir nämlich hier links noch so eine Einbuchtung. Da können wir den ganz ausmachen. Sehen wir schon da. Oh Gott, das ist aus. Das ist ja spektakulär. Da sehen wir uns sogar. So, wie war das? Hier war doch irgendwo irgendwas oben, oder? Nee, doch nicht. War das echt erst auf schwer, dass da was war? Interessant, was man also rausfindet. Man kann auch diese komischen Zeitbomben, die man hat, an Leute rankleben. Das sind auch manchmal ganz lustig. Wenn die dann so ein bisschen Angst haben. Also die rennen halt blöd im Kreis. Ja. Mann, hier sind zu viele Gegner schon, ja. Habe ich das echt beim letzten Mal, als ich aufnehmen probiert habe, auf Easy gespielt? Das ist ja phänomenal. Auf Easy sind hier nicht so viele Gegner. Ich meine, gut, es sind nicht so viele, aber ich weiß, was noch kommt und dass man bestenfalls ein bisschen von der Munition, die man hat, konservieren sollte. Beziehungsweise aufheben. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Dann können wir hier raus. Da hängt schon eine Kamera. Ich hasse Kameras. Kameras. Ich kann auch. Das Spiel hat keine Einstellung für die Sensitivität. Das kam erst mit TimeSplitters 3 dazu. Das heißt, ich kann hier im Prinzip nur rumprobieren. Ja, jetzt haben wir da oben nämlich einen Sniper, der uns komischerweise. Ich wechsle natürlich die Waffen, ich Horst. Der uns natürlich schon wieder gerochen hat. Das war ein Headshot? Ich bitte dich, Spiel. Das war maximal die Schulter, was ich da getroffen habe. Aber na gut. Ich nehme das mal einfach so hin. So, da sehen wir, da kommt ein Feind. Wow, das war ein Reflex-Headshot. Konnte ich gar nichts für. Normalerweise ist das mit dem, wenn man Auto-Aim anhat, auch so, dass das Spiel. Scheiße. Dass das Spiel keine Headshots macht, sondern mehr Bodyshots als alles andere. Ja, stirb in Zeitlupe. Warum ruckelt das so? So. Jetzt haben wir das auch geschafft. Nee, da kommen noch mehr Typen. Ist ja. Und ich schmeiß. Was war das denn? Ich schmeiß sich selber eine Granate ins Gesicht. Und obwohl das so ruckelt, ist es bestimmt immer. Oh komm. Es ist doch bestimmt immer noch ein besseres Spiel als Garshasp. Schieß. Die Tür bringt alles zum Ruckeln. Time Crystal located. So, war es das jetzt mal? Jetzt kommt es von beiden Seiten. So, meine Fresse. Das geht ja hier ab.
eine Anaconda-Card gefunden, damit kann man im Prinzip nur Snake spielen. Für mehr taugt die nicht. Hier könnten wir selber den Alarm aktivieren. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man dann die Leute anlocken kann. Möchte ich aber im Prinzip gerade nicht machen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Leben. Ah, das ist los. Ist hier nicht mehr? Doch, da war noch einer. Der hat natürlich eben nicht gehört, dass ich ihn anderen gekillt habe. Ach, schon wieder eine Kamera. Hervorragend. Ich verballere meine ganze Munition dafür. Was gibt's hier Schönes noch? Was ist das da? Okay, da war gerade irgendwas, was... Keine Ahnung, was das genau war. Aber ich habe irgendwas gesehen gehabt. So. Jetzt machen wir das erstmal wieder zu hier. Und probieren da hinten diese beschissene Kamera zu kriegen. Oh komm, das war doch drauf. Das auch. So sieht das aus, wenn eine Experte eine Basis infiltriert, ja. So, das muss jetzt aber. Geht doch. Dann sind die ganzen Einschusslöcher nämlich neben den Kameras. Feuerlöcher können wir auch mitnehmen. Ist eine super Waffe. Anders als man vielleicht denken würde. Ja, man kann mit den Feuerlöcher Tatsache töten. So, da haben wir jetzt die letzten beiden Schränke. Das ist aber nur eine Nebenquest. Was genau die bringt, weiß ich gar nicht. Eigentlich gar nichts, glaube ich. So, was haben wir hier noch? Mal gucken. Da oben hängt was an der Decke. Das sind so komische Turrets. Die sind richtig kacke, die Turrets. Aber wir warten jetzt erstmal hier. Hier kommen nämlich gleich noch ein paar Gegner, glaube ich. Ja. Ja, das sind noch Gegner. Aber die kommen nicht freiwillig raus. Auch schön. So, jetzt machen wir erstmal... Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir erstmal die Turrets kaputt. Da wäre ich mich angeschossen. Die Rüstung taugt echt viel. Irgendwie hier zwei Hits abbekommen, ist die Rüstung schon wieder weg. Wo kommst du her? Das weiß ich auch nicht. Meine Fresse. Alle Feuer Socks hier. So, das haben wir schon mal kaputt. Die treffen sich auch besser als eine Kamera. Ja, da platzt sie gleich mal alles. Was überhaupt keinen Sinn macht. So, aufmachen. System Disk required, okay. So, was haben wir hier unten Schönes? Laser, Rüstung, Grenades. Ich weiß gar nicht, wie ich eine Granate schmeiße, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon, ja, relativ arm. Dahinter liegen überall Typen rum. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Vor allem, weil wir beim Intro gesehen haben, was hier so halt abgeht in der Base. Aber wir müssen jetzt erstmal hier in 2 rein, glaube ich. Da steht noch ein Kerl. Was war das? Achso, ja. Hier haben wir die Minigun-Steuerung. Exit Camera, Switch Camera off. Ah. So. Das hier ist nämlich im Multiplayer einiges einfacher. Dann haben wir eine taktische Shotgun. Und da sehen wir schon hier die überall Typen rum. Wo ist denn meine scheiß AK? Da. So, ist nicht. Haben wir jetzt noch einen Typen, den ich gar nicht mehr wusste. Und wir haben eine Computerdisk. Und jetzt kommen überall diese komischen Zombies. Ja, ich hasse Zombies. So. Ich kann mal mit dem Headshot zwar killen. Aber. No foreign bodies detected. Ja, aber da wir gesehen haben. Headshots machen und Kameras töten und sowas ist gar nicht so einfach. Ist das nicht so einfach, wie man denkt. Das ist nämlich sogar ziemlich schwierig. Es ruckelt. So, jetzt haben wir aber diese komische Disk gefunden. Das haben wir gelesen. Mit dieser Disk können wir jetzt hier rüber gehen. Könnt ihr hier reinmachen. Accessing Disk. System Reboot. Und jetzt geht hier richtig die Scheiße ab. Jetzt kommen sie nämlich auch alle ran. So. Ich warte lieber hier vorne ein bisschen, weil dann kann ich sie alle
gleichermaßen gut umsprayen. Was haben wir hier noch? Flammenwerfer. Naja. Da bringe ich mich nur selber um mit, wie ich mich kenne. Muss nicht sein. Uah. Ich dachte, die waren alle tot. Meine Fresse, da erschrickt man sich hier schon. Hier noch was drin. Nee. So, jetzt haben wir unten diesen Container, den wir kaputt machen müssen. Und da sind jetzt auch noch Zombies. Das sind hier unsere Freunde aus dem Intro, glaube ich. Da liegt doch schon der Timesplitter rum. Time Crystal. So, den machen wir jetzt kaputt. Und wenn man den kaputt macht, dann endet auf easy schon das Spiel, beziehungsweise das Level. Aber hier endet das jetzt noch nicht, weil jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommt die ganz richtige Scheiße. Attention, attention. Ja, jetzt ist nämlich hier alles voller Rotz und Gülle und abgefuckter Scheiße. Da fickt jeder jeden. Don't allow any mutants to survive. Das ist aber schön, dass ich die ganzen Kack-Zombies noch töten darf. Habe ich mir gar keinen Bock drauf. Ja, das ist ganz hübscher hier gewesen. Da haben wir noch eine AK. Wir haben jetzt fast mehr Granaten als normale Kugeln. Hervorragend, weil ich die Granaten auch so mag. Ah, gut, man kann sie doch schmeißen. Hier. So schießt man Granaten. Einfach wild in den Raum hineinfeuern. Irgendwas wird schon treffen. Da ist ja noch einer. Hier, frisst meine Granaten. Frisst, frisst, frisst. Ich brauch die eh nicht mehr. Man behält die Waffen auch nach den Levels nicht. Also man kriegt, dadurch, dass man halt im anderen Jahr ist, auch andere Waffen. Wäre ein bisschen sinnfrei, wenn man dann 100 Jahre zurückreist und so eine Waffe hat. Das wäre ein bisschen einfach. Ja, das ist gerade ein bisschen kritisch, weil ich sehe gerade, meine AK-Munition neigt sich doch schon dem Ende zu. Ah, wir haben ja noch die Shotgun, genau. Du hast einen Flammenwerfer, dich will ich nicht an mich ranlassen. So sei mir ganz lieb, mein kleiner Kamerad. Was sind denn das für Geräusche? Ich weiß nicht, was das für Geräusche sind, aber... Klingt, als wenn irgendjemand einen Karton fickt. Nein, ich bin ein Idiot. Jetzt bin ich an die Kamera gerannt. Ah, wir haben alle Mutanten getötet. Noch eine Kamera. Oh nein. Spawnt da überhaupt noch was dadurch? Ich weiß es gar nicht. Aber es geht mir schon ein wenig auf den Sack. Vor allem dieses Geräusch. Ich hoffe, das wird nicht mit aufgenommen. Das wäre nämlich ziemlich nett, wenn schon der Cutscene-Sound nicht mit aufgenommen wird. Ich hab doch alle Mutanten getötet. Was ist los hier? Wo kommt die denn her? Geht weg. Ich will mit dem Fahrstuhl fahren. Tschüss. Meine lieben Freunde. Bleibt bitte da unten. Nein, ich möchte bitte noch weiter nach oben. Puh. Fünf. Ich glaube, wir müssen noch weiter. Ja, jetzt müssten wir mal ganz oben sein. Access the top of the dam. Jetzt kommt die Stelle, wo man immer stirbt. So. Wo muss ich hinziehen? Ich glaube nach da. Hallo. So, jetzt kommen überall Typen, die ich garantiert wieder nicht treffen kann. Stirb, stirb, stirb. So, was ist denn jetzt hier? Wo bleibt er denn? Wir sollen uns das Gunship zerstören, damals, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich Raketen schieße. Achso. Z. Z habe ich mir auf L2 gebindet. Für diejenigen, die das interessiert. Ich spiele ein Gamecube-Spiel mit einem PS2-Pad. Komm, stirb. Och Mensch, halt doch nicht so viel aus, Teil. Das ist ja down, oder? Es sah aus, als wenn er abstürzt. So, und jetzt können wir das Tatsache durch dieses Portal abhauen. Ja, damit haben wir die erste Mission geschafft. Das lief eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also ich hatte am Anfang schon meine Bedenken, dass wir hier verkacken, aber man sieht ja, wir sind
Auf halbem Leben und fast voller Rüstung? Das war schon durchaus in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich meine, gut, das ist zwar teilweise relativ laggy, aber es ist dennoch ein Spiel, was nicht viele von euch kennen, vermute ich mal. So ein neuer Charakter, Hybrid-Mutant. Sehr schön. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. In 1932 Chicago. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Das wird natürlich, dadurch, dass es nicht optimal läuft, nicht mein einziges LP sein. Ich werde vermutlich morgen noch ein anderes LP anfangen. Also, beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, heute. Im Laufe des Tages werde ich noch ein anderes LP anfangen, auch ein Shooter. Und ich hoffe, das wird dann einigermaßen das hier, ja, ausgleichen, dass das jetzt so ein bisschen ruckelt. Und ja, das wird dann noch dazu noch ein Blind-Shooter und für den PC und so, und da dürfte eigentlich gar nicht viel passieren. Also was Schlimmes und naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn wir nach Chicago gehen. Bis dahin, tschüss.